Jo, das immer wieder. Teil 2 ist angesagt. Eye of the Beholder. Über 30 Jahre altes Spiel. Schauen wir mal, bringt das noch Spielspaß heutzutage? Kann man das auf einem Büro-Laptop zocken? Ja, kann man. Bringt es noch Spielspaß? Wir schauen es uns nochmal an. Für alle, die es nicht gesehen haben, Powerslave hat es gesehen. Erstes Video anschauen. Intro. Da seht ihr auch, wie wir unsere Charaktere erstellt haben. Horst, Seppel, Lana, Gundolf. Wir sind wieder am Eingang zurück. Das heißt, mein Gedächtnis fürs Labyrinth ist natürlich eine Katastrophe, Eka. Aber jetzt gehen wir es richtig an. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, bewegen uns mal wieder in den Dungeon und checken das Ganze mal, ob wir uns da zurechtfinden können. Es gibt keine Map, es gibt keine Karte, es gibt eigentlich da gar nichts, bei der MS-DOS-Version zumindest nicht. Deswegen schauen wir mal, ob wir trotzdem so irgendwie zurechtfinden uns in dem Game. Okay, das heißt, wenn wir da jetzt nach links schauen, da ist eine Tür, da können wir mal reingehen. Und gehen wir mal durch. Da ist nichts. Man hört eigentlich nur zwischendurch mal so einen kleinen Gluck, also einen Tropfen runterfallen. Mehr hört man in dem Spiel auch nicht. Da ist auch eine Tür, da können wir auch hochgehen. Dann nach rechts rüber schauen wir mal. Rechts runter wieder. Da waren wir schon überall. Da waren wir schon überall und da ist aus. Das heißt, Sackgasse müssen wir uns merken. Beim Start gleich links ist eine Sackgasse. Braucht man nicht mehr hinzugehen. Wir versuchen es jetzt mal einfach so. Okay. Und wenn wir jetzt uns wieder hierher bewegen. Halt. Gehen wir da mal weiter. Ah, genau, sind wir wieder am Anfang. Okay, das heißt, beim Start gleich links können wir uns schenken. Da ist nichts. Da ist der Eingang. Da links rein ist nichts zu machen. Das heißt, wir gehen da jetzt da eigentlich. Wir müssen aber da hingehen. Wir müssen da Richtung Norden gehen. Müssen wir ein bisschen auf den Kompass verlassen, Richtung Norden gehen. Weil da unten ist sonst nichts. Das heißt, ich muss da auf Richtung Norden. Und dann gehen wir da jetzt nicht links weg. Da links weg war jetzt Richtung Norden weiter. Nein, wir gehen Richtung Osten weiter. E für East. Das ist die einzige Geschichte. Da kommt jetzt da die Tür. Dann gehen wir jetzt da mal weiter nach unten. Also in dem Fall Richtung Süden. Unten Süden. Aber Dummi. So, und jetzt da haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Jetzt gehen wir jetzt wieder nach Westen. Gehen wir mal nach Westen. Da ist das mit der Tür. Da müssen wir aufpassen. Da ist jetzt hinter uns die Tür zugegangen. Genau. Und wenn wir da jetzt weitergehen in Richtung Westen. Weitergehen, einfach Richtung Westen. Dann mal nach links runter. Dann ist da wieder eine Tür. Naja, okay. Und die Tür ist aber zu. Und das ist sicherlich ein Thema. Da haben wir sicherlich ein Problem. Weil wir die Tür da nicht aufkriegen. Da ist. No one is able to pry this door to open wahrscheinlich. Und wenn ich mir uns da durchschaue, wir haben sicher auch keiner einen Schlüssel, oder? Keiner von unserer Partie hat einen Schlüssel. Gut. Da rechts ist nichts zum Drucken. Da links ist nichts zum Drucken. Da haben wir uns einmal die Richtung. Da ist nichts zum Drucken. Da auch nicht. Okay. Und da auch nicht. Na gut, nein, nur dass wir es probiert haben. Das heißt, da durch die Tür kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht durch. Das ist Richtung Süden. Das heißt, wir gehen einfach da weiter. Da kommen wir in den Raum, wo es nicht weitergeht. Aber irgendwo ist da ist weitergegangen Richtung Osten. Genau, und da waren wir auch. Und da war ja Richtung Osten unser kleines Geheimnis, was wir gefunden haben, unser kleines Versteck. Das heißt, da hängen wir auch. Da kommen wir auch nicht weiter. Da können wir auch nichts machen. Das heißt wiederum, wir müssen zurück. Und auch da wieder zurück.
bis der große Raum kommt. Dann sind wir da nach rechts abbauen Richtung Norden auf. Da oben. Und da ist unsere Tür. Genau. Und durch diese Tür kommen wir nicht durch. Das heißt, wir lassen die Tür jetzt einmal liegen und gehen weiter Richtung Osten. Da drinnen war das Tier, glaube ich, ja. Richtung Osten weiter, wenn wir gehen. Und dann gehen wir da wieder zurück, da wieder zurück. Da wieder zurück, da wieder zurück. Da ist ein Hebel. Und das ist ja die Tür. Oh, 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 da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Achtung, Achtung, da waren wir noch nicht. Kannst du uns was zaubern, Freund? Oh shit, das war jetzt blöd. Kannst du uns was zaubern? Die hat keinen. Mei, die hat keinen Zauber, gell? Na, a board spell. Sie hat keinen Zauber, aber beim zweiten hat sie auch keinen Zauber. Ah, Zauber nicht gut. Achtung, Achtung, Seppel ist in Gefahr, Seppel ist in Gefahr, wir müssen da weg. Weg, 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 weg. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Energie jetzt oder das Leben jetzt auflohnt, aber ich muss jetzt einmal ganz schnell weg. Seppel ist in Gefahr, kann jetzt die Leute eigentlich die Reihen tauschen? Kann ich nicht. Ich kann das da jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen. Lana, geh noch vor. Kann ich das da sagen? Ich kann jetzt nicht sagen. Ich kann die Reihenfolge nicht ändern. Warum nicht? Das ist ja richtig blöd. Ah, das ist ja richtig blöd. Gut, was machen wir jetzt da? Können wir dem was zum Essen geben? Hilft uns das was? Na, weil Essen hat er eh genug, gell? Iron Rage. Okay, das ist ja ein blöd. Geht das jetzt auf oder nicht? Da müsst ihr jetzt rosten. Kann ich jetzt rosten, wenn Gegner da sind? Schauen wir mal. Rest Party kann ich machen. Memorize Spells, Pray for Spells, Scribe Scrolls, Preferences. Kann ich die Leute da tauschen? Nein, kann ich nicht. Bei Game Options kann ich sie. Ah, Drop. Na, Drop Charakter. Das heißt, ich kann er nur weg tun. Ah, da jetzt safe ist natürlich auch ein Blödsinn, oder? Nein, ich habe nur einen Safe Slot, wie es ausschaut, gell? Da safe ich jetzt nicht, wenn der jetzt was hin ist. Ich versuche zu campen. Ich versuche zu campen. Rest Party. Ja, das geht. Someone is still injured. Okay, wir resten weiter. Ja, das geht. Boah, das war knapp. Seppel, das war knapp. Wir brauchen sehr viele Stunden. Das kostet uns sehr viel Essen. Ah, das war meine Herumprobiererei noch, gell, mit dem Zauber. Mist, verdammt. Aber wir sind auf jeden Fall einmal jetzt in den Gang gekommen. Wo wir noch nicht waren, Alter, wie viele Stunden wir da resten müssen. Verdammt, schau dir das an. Best, und du kannst zwischendurch Kaffee trinken können. Wahnsinn. Da sind wir schön lang unten in dem Dungeon unterwegs, wenn wir nicht da. Okay. Exit. Und hat sie jetzt eigentlich einen Zauber? Ja, sie hat jetzt ein Magic Missile noch einmal rosten. Den kolben wir uns gleich da auf, oder? Jetzt bin ich so weit herumgelaufen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir hin sind, oder? Ich bin einfach nur gelaufen. Können wir die wegtun? Ich muss ein Board Spell machen, dann sehe ich nämlich meinen Kompass wieder. Osten. Gehen wir mal Richtung Osten, bis wir anstehen. Ich glaube, wir sind da davon gelaufen. Na, da sind wir jetzt, wo unser Versteck war. Da sind wir ja ganz falsch gelaufen. Bist du deppert? Zurück. 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 Da sind wir dann rechts um mich. Zurück. Ganz führe. Zurück. Ja, stellen wir an. Und da ganz nach vor Richtung Osten. Da sind sie schon. Und kannst du jetzt zaubern? Magic Missile. Ja, kannst du. Check. Was war das? Ich habe da nicht viel Schaden gesehen jetzt da bei der Magic Missile.
Hallo, hallo. Aber die kleinen Messer gehen mal weg. Für die. Jetzt kann ich so lange nicht zaubern, bis ich wieder einmal rostet habe. Gerostet habe. Alter, der Säppel ist schon wieder fast fertig. Bist du deppert, hey? Das kann ja nicht wahr sein. Schau dir das an. Und dann kriege ich so ein blödes Messer. Sehe ich für den Messer irgendeinen Wert wenigstens? Digga. Na, ich sehe nicht einmal einen Wert für den Messer. Und da könnte ich was dazu rein tun. Schwarzwort ist sicher besser wie Digger, ne? Aber das ist ja Katastrophen. Und Essen geht mehr aus. Wie kann ich das essen? Seppel, kannst du was essen? Seppel. Ah, da. Seppel isn't capable. Ah, der ist momentan nicht in der Verfassung zu essen. Ja, müssen wir campen. Das hilft wieder nichts. Rest Party. Okay, das ist heftig. Ja, wir müssen leider den Seppel wieder herholen. Seppel in der ersten Reihe, weiß nicht, ob das die beste Wahl war. Den gingen es ziemlich, ja, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt da in den Osten durch umgegangen sind, sind wir jetzt in neue Welten vorgestoßen, wo wir vorher noch nicht waren, wie es ausschaut. Und da werden wir jetzt wieder weitermachen. Da werden wir jetzt wieder natürlich anschließen bei diesen Welten. Wenn wir lang rosten, kann ich euch eine Geschichte dazu erzählen für jeden Charakter. Hat natürlich jeder eine eigene Geschichte. Aber das machen wir dann natürlich. So, weiter Richtung Osten. So. Da sind die dann gekommen gewesen, gell? Irgendwo schon. Da ist ein Hebel. Den Hebel habe ich gedrückt gehabt, oder? Und dann ist da die Tür aufgegangen, genau. Und da gehen wir jetzt mal nach vor Richtung Norden. Da schaut uns keiner außer, kein S. Umma. Umi und auf Richtung Norden. Hier, ja, da gehen wir mal Richtung Norden weiter. Rechts geht der Gang weg, den werden wir uns dann anschauen. Aha, den Gang werden wir uns gleich anschauen. Da geht der Gang um. Das heißt, da geht der Gang um und Achtung, der geht jetzt weg noch. Norden auf, da ist eine Tür. Genau, und Süden. Aber da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Das heißt, wenn wir jetzt einmal Richtung Süden gehen von da, kommt da die Tür, da geht die Tür auf. Und sobald wir da hergehen, geht die Tür wieder zu. Da ist nichts, da ist nichts. Jetzt da habe ich gesehen letztens beim Bauersleaf, man kann da einen Stein auflegen. Bild daneben, aber es ist gegangen. Und dann geht die Tür auf und sie bleibt offen. Das habe ich nämlich beim Video gesehen von Powerslave, was er leider nicht veröffentlicht. Aber der spielt zwar Spiel wie ich, aber halt ein bisschen, naja, das Ganze. So, doch, so, da waren wir noch nicht. Aber da ist irgendwas. Ah, da ist ein Stein. Den holen wir uns wieder natürlich. Wie wir wissen, sind die Steine oft vielleicht gar nicht so blöd. Wenn ich da jetzt eine gute Zauber ziehe, wenn ich den Star ihrer gebe und den schmeißen lasse mal, hilft das dann was? Schmeiß einmal dann einen Star, kleiner. Schmeiß du mal einfach einen Star. Da ist nichts. Wir sind jetzt so Richtung Osten, wir gehen da jetzt weiter Richtung Süden. Da vorne ist dann wieder eine Tür. Match Scroll. Detect Magic Taken. Eine Tür. Ah, da geht's links weg. Achtung. Schauen wir mal zuerst noch links weg Richtung Osten. Musst echt aufpassen mit die. Den Kompass. Ohne Kompass haben wir da, glaube ich, aufgeschmissen. Ich halt zumindest. Aha, da ist Ende. Aber da ist ja nichts zum. Ah, schau. Schau. Ja, ui, da sind schon wieder eine. Kann ich den Stab schmeißen? Ja. Aber der schmeißt sich irgendwo hin. Die kleine Spinte, hast du den, wo du ihn hingeschmissen hat. Lass meinen Seppel in Ruhe. Passt, hin ist er. Da. Was hat denn eigentlich das Seppel? Was hat denn eigentlich das Säppel, das ihm immer fort weh da wird? Hat ja super Rüstung. Ein Lederarmor. Schuhe hat er an. Was will denn der sonst noch? Spinte? Wenig essen. Ja, na, jetzt gehen wir aber noch nicht essen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel die Ration Essen ist. Das könnte gefährlich werden. Muss man einfach mal machen können? Speichern. Oder? Weil das war bis jetzt doch halbwegs okay. Das ist unter Game Options Save Game. Yes. Game saved.
Exit, Exit, Exit. Gut, weiter geht's. Wir schauen Richtung Norden. Oh, da liegt was. Da können wir uns was geben jetzt. Da ist aus. Da ist aus. Hey, cool. Was haben wir da? Was ist denn das? Dart. Ein Dartpfeil. Ja, aber wenn ich den der Lana gibt, kann ich den wieder nicht schmeißen, hast du gesehen? Eine Frau schmeißt einen Dartpfeil um mir irgendwo hin. Probieren wir es mal so. Steck dein Feitler mal, du kannst dir nichts anfangen damit. Was ist denn das eigentlich? Halfling. Halfling Tons, für was brauche ich den? Weiß ich nicht. Aber wir sind da jetzt am Ende Gelände angelangt. Gehen wir wieder zurück Richtung Süden. Da war nichts. Da war nichts. Und hinten war das Gold. Okay, wieder zurück, wieder zurück. Und da jetzt da. Achtung, wir schauen jetzt so Richtung Westen. Schauen wir mal nicht nach Westen. Ah, da war die Tür. Genau, da war die Tür Richtung Süden. Auf die Tür. Jawohl. Und rein da. Und gehen da jetzt Richtung Westen, so muss man es merken. Westen. Keine Gegner. Hier, jeden Tag so. Rutz. Rutz. Was soll das sein? Das und dieser Tropfen. Da war was. Ja, sicher, da war was. Hab ich schon gesehen. Kann der einen Dart schmeißen? Ja, der hat wenigstens einen Dart geschmissen und drauf machen. Kann sie ihn schnell anschmeißen? Ja, ist gar nicht schlecht gegangen. Ich weiß zwar nicht, ob sie drauf macht, aber ist gar nicht so schlecht gegangen. Zauber. Magic Missile. Ist ein kleines Feuerwerk. Ja, wir sind was, glaube ich. Aber ist gegangen. Dartpfeil. Du wieder zurück. Besser. Jetzt kann er schon was tun, nämlich der Gundolf. Gefällt mir schon. Der Gundolf kann was. Und sie kann Stand schmeißen. Also jetzt kann ich schon ein bisschen besser angreifen. Oh, da vorne ist schon wieder einer. Ich hätte mal rosten sollen. Star, Dart, Angriff, Angriff. Ach, wenn David immer daneben hat, ist natürlich blöd. Immer gegen den Gundolf an. Schön. Und Dartpfeil holen wir uns wieder. Das ist wie unser Bogen sonst, mein lieber Powerslave. Aber jetzt mal Achtung. Wir werden uns nochmal ein bisschen zurückbegeben. Da ist jetzt der Wald einmal hoffentlich nichts. Und dann mal campen. Wir campen einmal. Rest Party. Und ja, alle möchte ich haben, wieder voll. Und ein kurzes Resümee. Meiner Meinung nach sehr wohl lustig spielbar. So ein altes Spiel, 30 Jahre alt, auf einem alten Büro-PC, Notebook ohne Grafikkarten. Ganz trotzdem jetzt heutzutage, finde ich, noch einen Spielspaß haben. Es ist jetzt kein Nvidia, AMD, 3D, High-End-Beschleunigung, schieß mich tot. Natürlich nicht, die Haare sind nicht einzeln erkennbar, ist schon alles klar. Es ist 3D, ja, aber es ist natürlich Bild für Bild. Es ist kein echtes 3D, da kannst du nichts machen, aber trotzdem, es hat was. Und wenn man sich so ein bisschen zurück besinnt, nicht die Map ablaufen und dort und da, sondern wirklich mal das Hirn einschalten. Wo ist Norden, Süden, Osten, Westen? Wo muss ich hin? Wo war ich schon? Ich finde, das kann was. Würde mich in den Kommentaren freuen, lesen, zu lesen, ob das wirklich was kann, was ihr da sagt. Oh, das ist gut. Anna hat schon geschrieben, ein einziges Kommentar auf das Video. Lahm, lame. Pfeil, ein Arrow. Kann ich ihr den geben? Oh ja, bin ich neugierig. Was ist denn da vorne? Ist das was zum Aufdrucken? Das ist ja doch was zum Aufdrucken. Na, es ist nichts zum Aufdrucken, aber ich hätte jetzt echt gedacht, es ist was zum Aufdrucken. Ja, okay. Moment, jetzt verstehe ich das nicht. Achso, den Star habe ich vergessen, den nehme ich mit. Star. Gib mir mal als Ihrer, ich weiß nicht, warum ich mal als Ihrer gebe. Keine Ahnung. Hat keinen genauen Hintergrund. Wenn ich da jetzt aufdrücke, geht's auf. Wenn ich da was auflege, geht's zu. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir den Star da auf. Dann geht's zu. Wenn ich jetzt aufmache, kann ich drüber latschen. Ja, kann ich drüber latschen. On the page with this symbol, find line 3, enter word 6. Und das ist jetzt interessant, das ist ein Kopierschutz. So war das früher. Früher hast du ein Buch dazu gekriegt zu dem Spiel und dann hast du einen Kopierschutz nachlesen müssen. Dann hast du in der dritten Zeile das sechste Wort eintragen müssen. Und da bin ich jetzt echt neugierig, wie soll ich das jetzt bitte machen? Ich habe das nicht.
Stellen wir das an, was das? Es scheint fast so. Ich kann da nichts eingeben. Ach, das ist doof. Das ist echt doof. Das hänge, jetzt hänge ich wirklich da. Ich kann nichts machen. Keine Tasten, kein gar nichts. Schön blöd. Schade, sehr, sehr schade. Ich hätte das jetzt echt gern weitergemacht und weitergespielt, aber ich kann den Kopierschutz da jetzt nicht aktivieren, weil das Ganze spiele ich vom Party Classic Games. Das ist so eine Online-Seite, wo man eben die Geschichten spielen kann, die Emulationen spielen kann, MS-DOS in dem Fall. Aber ich kann es nicht eingeben. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Jetzt ist nämlich mein ganzer Speicherstand alles für nichts da. Und ich hänge. Ich suche eine Lösung, vielleicht fällt mir eine ein. Bis zum nächsten Video.